Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Wir haben den 16. Januar und wir haben ein herrliches Sonnenwetter. Die Sonne geht gerade im Südwesten unter, den ganzen Tag Sonnenschein. Es sind heute 11 Grad, gefühlt ein bisschen kälter, aber 11 Grad. Die letzten Tage waren es auch schon so warm. Es ist schon schwierig, denn auf der einen Seite ist das nicht normal, auf der anderen Seite ist es natürlich herrlich. Für den Menschen, der genießt die Sonne, ich genieße die Sonne. Der Rasen findet das natürlich auch total klasse. Er fängt langsam, aber sicher an zu wachsen. Er ist herrlich grün. Was machen wir jetzt? Nein, ich mähe nicht. Ich habe gerade einen sehr netten Anruf bekommen von einem Zuschauer, der mich gefragt hat, was soll ich denn machen? Mein Rasen, der ist schon rausgewachsen. Ich habe gedüngt im Herbst und jetzt ist der gekommen und ich habe so warm hier bei uns in der Region. Mehr als 10 cm schon lang. Der kippt schon um, der Rasen. Was soll ich machen? Darf ich mähen oder nicht? Ich sage, ja, mähe. Schönes, scharfes Messer. Ein Drittel Regel beachten und dann mähe einfach mal. Ganz locker und entspannt. Jetzt bei diesen warmen Temperaturen wird das Gras auch nicht so stark gestresst. Ich mähe jetzt nicht. Ich warte noch. Das Gras kann ruhig noch ein bisschen mehr rauswachsen. Denn es ist immer ein Stress für das Gras. Es wird natürlich abgeschnitten, es wird geschädigt. Das ist natürlich jetzt gerade im Winter, wo es auch nachts kalt ist und nicht viel Sonne tagsüber scheint. Wir haben ja doch relativ dunkle Zeit noch. Jetzt im Januar ist das noch nicht so richtig gut. Aber wenn das Gras richtig rausgewachsen ist, kann man einfach mal mähen. Das macht nichts. Ja, ich genieße jetzt so ein bisschen hier nochmal mein Grundstück und freue mich über dieses herrliche Wetter. Schlender ein bisschen herum. Wunderbar, es ist schön. Ja, liebe Rasenfreaks, das war ein ganz kurzes Video zu den ungewöhnlich warmen Temperaturen im Januar 2020. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bleibt dran, bleibt entspannt, freut euch über das Wetter, freut euch über euren Rasen und freut euch auf den Frühling, der bald kommt. Und dann geht es so richtig ab. Abonniert mich gerne, wenn ihr mögt. Das freut mich und das hilft mir. Und macht dann die Glocke an, dann habt ihr mal aktuell mein neues Video. Und wenn ihr daran Spaß habt, sehen wir uns im nächsten Video. Bis denn. Tschüss. Ich konnte es nicht lassen. Ich habe ihn angemacht. Oh, Leute, dieser Geruch von Motorabgasen und so einen leichten Rasenschnitt. Ey, das ist wie eine Droge. Es ist wie eine Droge. Es ist verrückt. Ich habe jetzt nur mal ganz kurz getestet. Ich mache nicht weiter. Nein, keine Angst. Aber ich habe eine Lust auf Mähen. Oh, das ist Wahnsinn.